Was wäre ein Open-World-Rollenspiel ohne seinen eigenen Pferderüstungs-DLC? Na gut, bei The Witcher 3 ist er immerhin kostenlos. Und eigentlich auch gar keine Rüstung. Mit dem ersten von 16 geplanten Gratis-DLCs können wir unser treues Ross mit Sattel, Scheuklappen und Satteltaschen im Stil des eroberten Königreichs Temerien ausstaffieren. Für Geralt selbst gibt's ein temerisches Rüstungsset. Alle neuen Items finden wir bei dem Händler in Weißgarten, den wir am Anfang vor dem Greifen retten. Das Rüstungsset enthält einen Brustpanzer, Stiefel, Handschuhe und eine Hose. Die Items erfordern Stufe 4 und sind damit eher für den Spielbeginn ausgelegt. Mit ihren guten Werten sind sie da recht praktisch, um Löcher in unserer Ausrüstung zu stopfen. Und obendrein sehen sie auch noch recht schick aus und stehen jedem temerischen Patrioten erstklassig zu Gesicht. Aber für den stilbewussten Hexer ist Kleidung natürlich nur der Anfang. Der zweite kostenlose DLC erschien zusammen mit dem ersten kurz nach Release und fügt neue Bärte und Frisuren ein. Hier sehen wir Geralt im klassischen Straßenhexer-Schick. Locker zusammengebundene Haare und ein verlauster Vollbart, der seit Wochen keine Schere mehr gesehen hat. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Wer lieber als avantgardistischer Trendsetter durch die Welt spaziert, hat mit dem neuen DLC nun zumindest ein paar mehr Möglichkeiten dazu. Hier besuchen wir den Styling-Spezialisten in Ochsenfurt. Für einen Hauch von Don Juan lassen wir uns zum Beispiel einen Schnurrbart mit Spitzbärtchen schneiden. Oder wir gehen mit solchen prächtigen Koteletten mehr in Richtung Wolverine. Außerdem stehen ein buschigerer Spitzbart mit Schnurrbart, ein getrimmter Vollbart und natürlich eine schlichte Glattrasur zur Wahl. Daneben hat der Friseur nun 6 Haarschnitte im Repertoire. Der hier ist auf den Straßen von Paris zum Beispiel als elfischer Rebellenschnitt bekannt. Oder hätte der Herr lieber einen flotten Irokesen mit dekorativem Pferdeschwanz? Alles kein Problem. Hier alle 6 Haarschnitte im Überblick, für die sich Geralt entscheiden kann. Die extra Möglichkeiten bei der Charaktergestaltung tun dem Spiel auf jeden Fall gut. Die nächsten DLCs sollen neben optischen Änderungen auch neue Aufgaben bieten. Geplant sind unter anderem ein alternativer Look für Geralts geliebte Yennefer und eine neue Quest. 2 solcher DLCs sollen pro Woche veröffentlicht werden. Ob da reine Großzügigkeit dahinter steckt, darf aber bezweifelt werden. Zumindest die Bärte und das Rüstungsset, die direkt zum Release erschienen, wurden ja offensichtlich extra aus dem fertigen Spiel rausgeschnitten. 16 kostenlos DLCs klingt halt richtig klasse fürs Marketing. Aber gut, ist auch kein Drama, schließlich ist das Spiel sowieso riesig und wir werden für die DLCs ja auch nicht extra zur Kasse gebeten.